damit herzlich willkommen hier zum Samstagnachmittagsspiel hier in Bonn. Das Spiel, worauf wir alle gewartet haben an diesem Spieltag, hier am Samstag 15:30. Nebenan gibt es noch ein relativ unwichtigeres Spiel in Schwabach gegen den FC Renetopia. Hier haben wir das Spiel um den vielleicht irgendwann Einzug in Europa, wenn Essen und anderen Teams davor ein bisschen pennen. Aber das ist ein sehr wichtiges Spiel, weil Bonn hat gegen Renetopia verloren und Sprockhövel wurde von Lautern entmannt. Kann man schon sagen. Was man auch sagen kann, ist, dass Lautern am Freitag halt wieder Lautern gemacht hat und einmal 2-0 gewonnen hat. Was ist los mit denen? Was auch los mit denen ist, das sollte man sich hier bei Eintracht Bonn fragen, denn Eintracht Bonn zum Beginn der Saison an der Tabellenspitze. Ja, die Zeiten sind irgendwie vorbei, könnte man sagen. Man hängt jetzt im Tabellenmittelfeld. Immer noch die wahrscheinlich beste Saison von Bonn, muss man auch irgendwo anerkennen. Aber wenn man überlegt, was hätte sein können, ja, dann ist das ein bisschen wenig. Sprockhövel auf ja, einen guten oberen Tabellenplatz. Also man hat nie wirklich erwartet, dass Sprockhövel hier komplett um Europa spielt. Sie konnten auch einige Zeit hier die größeren Teams gut nerven. Von daher, sie können eigentlich zufrieden sein. Klar, die Niederlage gegen Lautern war ein bisschen hart. War da nochmal so ein Reality-Check, dass man doch nicht so eine Übermacht ist. Aber Sprockhövel hat hier noch einiges im Tank. Und das möchten sie hier wieder gegen Bonn zeigen. Bonn hier mit dem Anschuss in den orange-schwarzen Trikots von links nach rechts. Man hofft hier auf einen grünen Treffer. Jetzt Kilian Dahme, der ja eigentlich der Topscorer von Bonn. Jetzt inzwischen eher so der Balljunge von Bonn. Sehr unauffällig, dieser Junge. Das ist eigentlich schon eine Beleidigung für jeden Bonn-Fan, der sich hier ein Dame-Trikot gekauft hat. Denn wo ist der Kilian Dahme hin, der hier in der Hinrunde alles klitz und klein geschossen hat? Oder zum Beginn der Hinrunde. Der ist irgendwie weg. Man fragt sich, warum? Was ist dort falsch gelaufen? Man hat hier in Winter einige Transfers getätigt, Losofi ziehen lassen. Dann hat man sich Raman Auskas geholt, hat gehofft, okay, vielleicht so, ja, vielleicht könnte es so funktionieren. Ja, und jetzt sieht es noch schlechter aus als schon zum Ende der Hinrunde. Es ist nicht wirklich die Saison von Bonn. Also, nach diesem kleinen Ausreißer nach oben. Es soll irgendwie nicht sein und ja. Jankowski spielt ja auch sozusagen gegen seinen ehemaligen Teamkameraden Kilian Dahme. Beide ja im FC Neofisch nicht groß geworden. Jetzt als anderen Seiten aktiv. Und Jankowski könnte Bonn hier echt gut tun. Vielleicht Sturmspitze mit Dahme oder Dahme auf dem Flügel, irgendwie sowas, wenn man unbedingt die Formation beibehalten muss. Aber so kann das nicht mehr lange gut gehen. Und mal sehen, ob Sprockhövel hier Bonn für ihre Fehler bestrafen wird. Ja, sie verspielen jetzt hier selbst einen einfachen Ball Pappenheim, der auch damals bei der ETL mal gespielt hat, habe ich mir sagen lassen. Wirklich großer Spieler war er da nie. Jetzt Ressus macht das erste Tor, 1-0 für Bonn. Vorlage von Kilian Dahme, da ist er wieder. Er ist wieder aktiv, spielt wieder Fußball. Ganz wichtiges Tor. Ressus und Dahme, die Neofisch Kombination. Jetzt fehlt halt wirklich nur noch Jankowski.
Schönes Tor hier. Und Lenz, der da nicht gut aussieht. Verteidigung ist recht nicht. Das muss man im Griff haben. Wir haben auch keine Verbindung zum Schwabach-Spiel aufgebaut, weil das halt sowieso nicht allzu interessant ist. Das Spiel ist hier wichtiger. Nicht nur für die anwesenden Zuschauer, sondern generell auch wichtiger. Ich finde, dass man im Schwabach-Renetropia-Spiel dann auch erwähnen sollte, wie es hier in Bonn steht. Da ist ja auch das Topspiel hier am Samstagnachmittag. Wen interessiert es, wie es im Meisterschaftsrennen aussieht? Es ist ja, wenn man nach... Oh, Lenz! Und deswegen ist es hier ein Topspiel! Wenn man hier nach einigen Aussagen aus der Vergangenheit geht, dann ist ja sowieso die Meisterschaft nur gekauft und man weiß ja, dass hier ETL am Ende Meister wird. Jetzt die Ecke hinein und da ist die nächste Gelegenheit und Lenz! Den Mann sollte man auf seinen Zettel haben. Vielleicht auf seinen Kassenzettel, wenn man die nötige Summe aufbringen kann. Sommerschlussverkauf muss es ja dann sein. Alles muss raus. Ehren. Ja, Labi bringt ihn auf Pappenheim! Pappenheim findet das Tor! Was ist denn los bei dem? Ich glaube, der hat zuletzt 2017 getroffen oder so. Nick Pappenheim trifft. Und das muss ich jetzt ganz schnell nachgucken. War es sein erstes Saisontor? Man weiß es nicht. Es würde mich nicht wundern. Es ist sein erstes Saisontor. Das erste Saisontor von Pappenheim. Und wie gesagt, das letzte Tor, was er erzielt hat, war in 2017. Wahrscheinlich Vorbereitungsturnier von der YouTube-Bundesliga. Hier nochmal dieses grandiose Tor von ihm. Nun habe ich ganz glatt vergessen, dass es nicht das 1-0, sondern das 2-0 war. Bonn mit einer 2-0-Führung. Wen interessiert schon Philippe Ressus? Wie gesagt, Topspiel hier. Bonn gegen Sprockhövel. Und in solchen Topspielen holt es auch mal Pappenheim wieder seine Top-Leistung raus. Und der wird hier auf einigen Zellen sein. Vielleicht sieht man ihn in Schwabach. 50 Millionen kann ich für den Jungen schon vorstellen. Gibt jetzt hier einen Freistoß. Handspiel. Da Voltari Badminton spielen, hat aber seinen Schläger vergessen. Ja, und Sprockhövel bekommt da nicht wirklich den Ball in den eigenen Reihen. Jetzt wieder... Goalgetter Pappenheim auf Labi. Ja, und man hat sich schon gefragt, warum lässt man Biagi draußen? Biagi, so ein wichtiger Spieler. Fast schon eine italienische Ikone. Nein, Nick Pappenheim. Der macht es. Hat es auch heute gemacht. Zum ersten Mal in dieser Saison. Und seit 2017. Tennessee. Als Pappenheim sein letztes Tor erzielte, spielte Sprockhövel noch in der zweiten Liga. Messias. Schnack. Und es gibt jetzt hier einen Freistoß für Sprockhövel. Gefährliche Position hier, könnte ihn reinbringen, könnte ihn auch direkt drauf schießen. Ja, versucht es mit der Flanke, aber geklärt.
Ehren. Lauf Golgatha Pappenheim. Jesus. Ja, Dame könnte wieder Pappenheim schicken. Das wäre sehr gefährlich gewesen. Hätte aber auch nur Ehren den Ball gegeben. Aber Pappenheim wäre auch durch gewesen. Jetzt der Ball auf Celestin. Kein Abseits. Celestin! Und 2:1. Sprockhövel ist wieder da. Das Topspiel nimmt Fahrt auf. Hier gibt es mehr Tore, als man bei Sprockhövel in der zweiten Liga gesehen hat. Ich wollte ja Schwabach sagen, aber Schwabach war zu dem Zeitpunkt nicht mal in der zweiten Liga. Die waren nirgends. Darby bringt auf Tari. Und das war's mit der ersten Hälfte. Bonn führt knapp gegen Sprockhövel. Das Spiel ist noch offen. Vielleicht macht Geilenkirchen ja auch noch ein Tor. Hier Celestin, ehemaliger Geilenkirchner, mit dem Anschlusstreffer. Ach, was sag ich? Geilenkirchen macht hier noch ein Tor. Geilenkirchen wird hier noch gegen Dassau sehen, wie es in der Liga läuft, wenn Bruno Hirschnagel ein weiteres Spiel der Geilenkirchener versaut. Man hofft es natürlich nicht. Man hofft, dass Geilenkirchen zu bei Sinn ist und dann Hirschnagel auch mal vor die Tür setzt. Aber ja, bis dahin macht einen halt das Spiel von Hirschnagel krank. Gerbig. Ari Ehren jetzt. Da ist Kilian Dame auf Ehren. So. Jankowski. Aber wobei, bei Eintracht Bonn läuft es ja ansonsten in der Rückrunde nicht wirklich. Vielleicht wäre ja Hirschnagel ein guter Neuankömmling hier bei der Eintracht aus Bonn. Wäre auch eine Idee. Dann könnte man ihn ja für 72 Millionen abkaufen. Celestin jetzt. Könnte ihn reinbringen. Eisner. Der da gut den Ball abfängt. Jetzt so. Oh, Ramon Auskast wieder. Der haut hier wieder Dinger raus. Reißt sich selbst hier Schnagel die Haare raus. Messias. Leon Messias bringt ihn hier auf Watzler weg. Jankowski. Ja, Messias Jankowski, der haut ihn daneben. Gerbig. Ah, Celestin macht das gut, holt einen Einwurf raus für Bonn. Jesus bringt ihn auf Kilian Dame und da läuft schon wieder der Pappenheim. Und Pappenheim, der macht ihn nicht! Ich wollte schon sagen, der macht ihn, aber Lenz war da. Wie zu seinen alten Geilenkirchener Zeiten. Der wäre doch vielleicht ein Mann. Für die Abwehr. Und beide Vereine ja noch mit einer Partnerschaft hier. Bei den größeren Äquivalenten. Also bei den jemals größeren. Bei Bonn kann man es noch sagen. Bei Sprockhövel ist man ja dann auf einer Höhe. Magnussen. Gerbig. Ja, da ist Kilian Dame. Verstappen bringt ihn auf Jankowski. Watzler weg. Schöner Flügelwechsel. Und Magnussen hält ihn noch drin. Celestin. Und boah, Verstappen 2:2.
65. Spielminute. Ein nices Tor von Verstappen. So muss es gehen. Der Kapitän. Und wir wissen alle, wo er vorher gespielt hat. Ehren. 20 Minuten haben wir noch. Das Topspiel mit einem Zwischenstand von 2-2. Kilian Dame. Wer kann hier sich diese wichtigen Punkte holen? Eine Punkteteilung wird beiden nichts genügen. Und deswegen greift Sprockhövel nochmal an. Pappenheim. Pappenheim. Okay, und jetzt Felipe Jesus. Vielleicht nochmal über Jesus. Vielleicht Damen. Nein. Oh, jetzt der Ball auf Lenz und dann greifen sie ihn alle an. Als hätte er da irgendwie einen Discount noch gehabt. Nein. Dame schießen daneben und jetzt muss der Goalgetter noch runter. Biagi muss rauf. Großes Vertrauen in Biagi. Jetzt muss er nämlich auch treffen. Ergebniskosmetik, denn Ergebnis verwalten ist hier nicht. Magnussen. Ja, da war er mit der Hand dran. Dann war ich schon Absicht. Hätte man vielleicht über eine Karte nachdenken können. Hat ihn da weggeschlagen. Aber Schiri belässt es erstmal bei dem einen Freistoß. Jetzt die Flanke in die Mitte. Und das ist gefährlich. Das ist Magnussen. 3-2. Sprockhövel dreht das Spiel komplett. Und da verfolgen sie ihm alle. Der Arme. 3-2. Sprockhövel dreht hier komplett auf. Tari verlängert ihn auch noch. Wäre schön gewesen, wäre es, naja, in Offensive gewesen. Und Magnussen, ja, war erst der Kopf und dann die Hand gehoben. Vielleicht so, ja, ich habe ihn sicher. Weiß nicht. Auf jeden Fall kein Handspiel. Kein Handspiel hier. Treffer zählt. 3-2 für die Gäste. Und wie gesagt, in so einem Topspiel kann man auch hier einfach mal das Spiegel drehen. 6 Minuten haben wir noch. Bonn muss hier jetzt auf das Unentschieden gehen. Und Watzlawick holt sich den Ball. Oh, das ist sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ari. Und da braucht man jetzt vorne einen Pappenheim, der die Dinger macht. Der ist aber jetzt unten. Für ihn ist Biagi da. Der bringt den Ball auf Dame. Da ist Ressus. Da ist Dame. Und der will ihn zurückspielen. Das ist doch ein Stürmer. Der schießt doch Tore. Warum legt er ihn nochmal ab? Labi. Auf Dame. Bloß nicht ablegen. Draufschießen. Okay. So geht's auch. Ressus. Ich sehe nichts. Da sind sie ja! 3-3! Und das ganze Stadion bebt! Man hätte hier schon Dame vom Platz gejagt, aber Biagi, der hier für Pappenheim kam, ist der Vorlagengeber, kein Torschütze. Und oh, vielleicht war Jesus da sogar im Abseits, man weiß es nicht. Schiri sagt nein, wir haben kein VAR. Und vielleicht würden sich das jetzt hier einige Sprockhövler wünschen. Das Tor zählt. Das Wunder von Bonn und Jesus mit dem Doppelpack. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Das Spiel läuft noch ein paar Sekunden.
Nachspielzeit ist schon drüber. Und das war's. Bonn und Sprockhövel trennen sich in diesem Topspiel mit einem 3:3. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie auch immer es in Sprockhövel aussieht, wie es auch immer es in Schwabach aussieht. Wir sehen uns dann später wieder. Bis dann und tschüss.